Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Flo und im heutigen Video unboxen wir wieder einmal Vested. Das letzte Vested-Video kam super bei euch an, deswegen habe ich jetzt wieder zugeschlagen bei der Vested-Kollektion. Die hieß Vested Resorts, glaube ich. Das ist die Sommerkollektion. Ich glaube dazwischen, also zum letzten Video, wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch mal hier oben. Passend zu der Saison gibt es jetzt eine Sommerkollektion, die ist so ja, sommermäßig, hotelmäßig angehaucht, also vom Urlaub, so ja, Vacation Vibes. Mir hat das Thema ganz gut gefallen. Ob er das auch gut umgesetzt hat, das sehen wir jetzt im Review. Es gab einige Sachen, die gekommen sind. Ich habe mich für 3 Sachen entschieden. Welche Sachen es genau waren, weiß ich nicht mehr genau. Also es ist jetzt so eine Art Überraschungs-Unboxing auch für mich. Das ist schon weit hinher, dass die rausgekommen sind. Ein Live-Cop habe ich deswegen auch nicht gemacht, weil die Sachen sind gar nicht so schnell sold-out gegangen. Also ich bin auch deutlich zu spät auf die Webseite gekommen und konnte dann ganz in Ruhe auschecken. Eine Sache konnte ich, glaube ich, nicht mehr bekommen. Das werden wir gleich feststellen, welches das war. Und ansonsten würde ich sagen, wir fangen an mit dem ersten Produkt. Bevor ich es aber vergesse, kurze Eigenwerbung noch. Ich habe gesehen, dass ein Großteil meiner Zuschauer keine Abonnenten sind. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einfach ein Abo da lassen würdet, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich hasse es auch immer, wenn andere YouTuber da diesen Spruch bringen und diese Grafik einblenden, genau die hier. Aber vielleicht bringt es ja was. Mir macht super Spaß und ich danke euch für das tolle Feedback, was ich unter meinen Videos kriege. Und würde sagen, das reicht jetzt und wir fangen an mit dem ersten Produkt. Das Paket kam an. Es ist wieder dieser klassische Karton, wie beim letzten Mal. Wobei, letztes Mal war er weiß. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze auf hier mit dem Küchenmesser. Ja, das Ganze kommt hier an. Wir sehen schon das erste Produkt. Das ist das blaue Poloshirt. Ich dachte eigentlich, ich hätte es nicht gekriegt, aber sehen wir gleich. Ansonsten hier mit Vested im Karton. Dann hätten wir Produkt Nummer 1. Die anderen Produkte zeige ich jetzt der Spannung halber nicht. Produkt 2 und 3. Und dann kommt schon die erste Überraschung, und zwar Feuerzeug. Sehr hilfreich. Nein, kleiner Spaß. Vielen Dank dafür, das finde ich cool. Ja, sieht einfach so aus. Hellblaues Feuerzeug, passend zu der Farbe von den Produkten, die ich mir ausgesucht habe. Und dann noch eine Dankeskarte. Hier sehen wir auch schon, the paper from this card was harvested responsibility. 70% FSC-Mix. Das spielt einfach auf die Nachhaltigkeit ab. Finde ich sehr cool, freut mich wirklich. Ich bin jetzt nicht die Greta, aber ich finde, wenn man so oft Releases macht und in so großen Stückzahlen produziert, dann kann man auch schon meiner Meinung nach ein bisschen auf die Nachhaltigkeit drauf eingehen. Deswegen auch hier im Karton 60-75% FSC-Mix, was ich wirklich sehr gut finde. Könnten sich die ein oder anderen Modemarken eine Scheibe abschneiden, No Front natürlich an der Stelle. Finde ich, wie gesagt, sehr cool, aber genug zu dem Thema. Ja, das erste Thema, das erste Produkt wäre dieses Poloshirt hier. Ich habe eine Size XL, kurz zu mir, falls es jemanden juckt. Ich bin 1,92 groß und wiege um die 85 Kilo, bisschen mehr vielleicht jetzt wegen Urlaub. Und würde sagen, wir packen es mal aus. Ja, Reißverschluss war schon offen, finde ich gut. Ansonsten hier klassisch wieder Vested draufstehen. Und was ich auch gesehen habe, auch dieser Bag besteht aus recyceltem Plastik. Finde ich sehr cool. Also wirklich sehr, sehr cool. Es war letzte bei dieser Turf-Season meiner Meinung nach noch nicht. Aber jetzt ist es der Fall. Finde ich cool. Und würde sagen, wir kommen direkt zum Produkt. Was mir direkt beim ersten Mal auffällt, also wenn ich es in die Hand nehme, ist, dass der Stoff sehr dünn ist. Das finde ich ganz geil. Die Farbe ist hellblau. Ich glaube, das kommt ganz gut rüber auf der Kamera. Oder ich hoffe es zumindest mal. Ansonsten hier oben weißes Tag, wo halt hier weiß so Ton in Ton drin steht. Hier oben das Vested Logo. Und ja, ansonsten die Knöpfe auch in so einem Cremeweiß gehalten. Ja, nee, jetzt habe ich kein Poloshirt gerade an. Ich hatte gerade eben noch eins an. Ansonsten das Vested Logo ist hier so, ja, so Hotel, so Resorts-mäßig eingestickt. So, also gibt wirklich diese Urlaub-Vibes, was ich sehr, sehr cool finde. Also
Das Thema fand ich jetzt auch neu zumindest, also für mich. Es ist nicht einfach nur Sommer-Season, sondern es gibt tatsächlich so Hotel-Vibes. Auch mit dem Handtuch ist ja auch gedroppt zum Beispiel. Ich glaube noch ein anderes Produkt. Generell Produktliste blende ich euch mal hier ein, was alles gedroppt ist. Einfach mal zum Überblick. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nur für drei Sachen entschieden, die ich halt einfach am meisten gefühlt habe. Ja, ansonsten ganz normal schlichtes blaues Poloshirt und hier, wie wir es aus der Turf Season kennen, Ton in Ton hier nochmal unten das Vested-Logo. Ich würde sagen, ich ziehe es mal kurz an. Ja, so sieht das Ganze dann angezogen aus. Komplett hellblau. Das Einzige, was sich, also fühlt sich an wie normales Poloshirt, das ist weiter geschnitten. Was mir aber auch auffällt, die Ärmel sind unten nicht so, wie man es klassisch kennt. Also von, ich trage sonst häufiger Poloshirts tatsächlich. Die Ärmel sind zu lang und das, ja, das klemmt so ein bisschen so unten am Ellbogen ein. Das finde ich jetzt nicht so nice. Ansonsten, es gibt halt Drop Shoulders. Ich weiß nicht, ob unbedingt das Poloshirt das Produkt sein muss, wo man so ein Crop Fit haben will. So, dann lieber ein Sommerhemd, denke ich, wenn man so einen Oversize-Film machen will. Aber beim Poloshirt weiß ich nicht. Vor allem, wenn man es mal auch so auf Herrenstyle angelehnt mit langer Chinohose und Gürtel tragen will, kommt es irgendwie komisch. Also, denke ich zumindest. Ich stelle mich mal einen Schritt weiter zurück. Vielleicht sieht man es dann besser. Ich befürchte aber, dass es vom Schnitt nicht allzu wild ist. Also, von der Länge finde ich es top. So sind alle Poloshirts, die ich habe. Die kann man auch noch in die Hose stecken. Ich weiß, es ist jetzt nicht der Streetwear-Style, aber ansonsten die Ärmel, ich weiß es nicht. Entscheidet selber. Ich fühle es jetzt gar nicht mal so. Also ich fühle es jetzt ehrlich gesagt nicht so. Und ansonsten, ja, das Logo ist eingestickt. Und ansonsten ist es eigentlich kein Big Deal. Und würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Ja, ich lasse jetzt einfach mal das Poloshirt für den Rest des Reviews an. Vielleicht gefallen euch die Ärmel mit der Zeit besser. Aber wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Produkt. Und das wäre diese kurze Shorts hier, auch in hellblau, auch wieder im gleichen Bag, auch wieder nachhaltiger Bag, wieder mit diesem Frischhaltefolie-Ding. Ich glaube, das kennt jeder jetzt mittlerweile. Und ansonsten, die Hose vom Stoff sehr weich, gefällt mir echt gut. Hat so Handtuch-Vibe vom Stoff, finde ich cool. Auch die Hosentaschen von hinten sind mal was. Sehen jetzt nicht so aus wie diese Standard-Hosentaschen. Aber ansonsten relativ schlicht, aber der Stoff ist echt jetzt mal was anderes. Ansonsten auch hier das Logo identisch wie hier drüben eingestickt. Ich glaube, hier sieht man auch den Unterschied vom Stoff. Ich blende es euch sonst nochmal im Detail ein. Also das hier ist ein bisschen so Großpo, so lockerer gewebt. Gewebt, glaube ich. Also der Laie nur hier. Aber ansonsten hier unten wieder eben das gleiche Logo. Und ja, hier produziert ist das Ganze in Portugal, 100% Organic Cotton. Und ja, finde ich gut. Ziehe die Hose auch mal kurz an. Also die Hose sitzt bei mir bisschen enger. Ich blende es euch auch gleich im Detail an. Ich gehe mal so einen Schritt zurück. Ich weiß nicht, ob man es drauf bekommt. So in der babyblauen Kombination sehe ich jetzt wahrscheinlich wirklich wie so ein Hotel, wie sagt man, Hotel Passage? Nee. Sehe ich wahrscheinlich wie so ein Hotel, ja, so ein Hotelangestellter aus, so im Resort. Vielleicht nicht mehr in der Kombination, aber es gibt tatsächlich so ein Vibe oder so Bademeister-Vibes vielleicht. Aber gefällt mir wirklich gut, ist sehr, sehr sommerlich und würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Produkt. Das nächste Produkt ist das hier. Ich hole es auch mal wieder kurz raus. Das hat so einen hautfarbenen Ton, also so ein cremiges Peach, cremiges, ja, ich glaube cremiges, ich hoffe, es hat jetzt nicht zu stark geraschelt, so ein cremiges Peach. Also vielleicht mal so ein Vergleich. Naja, okay, Urlaub. Also es ist kein Off-White, es ist eher so ein, ja, wirklich so ein ganz, ganz helles Peach. Wie das wirklich ausschaut, das sehen wir gleich. Ich ziehe es mal kurz drüber. Ja, so sieht das ganze T-Shirt getragen aus. Das finde ich ganz cool zum blauen, hellblauen Ton. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Ich habe nicht so viel Platz, aber matcht ganz cool zum Hellblau. Und ansonsten die Farbe, ich habe es mir jetzt noch nicht im Spiegel angeguckt.
Ich gucke es mir kurz im Spiegel an und dann gebe ich euch kurz ein Feedback. Also ich habe es mir gerade im Spiegel angeschaut und ich finde persönlich, die Farbe hätte einen Tick dunkler sein können. Also diese nicht so blass, sondern einfach einen Tick dunkler. Einfach, dass der Kontrast besser zur Geltung kommt, weil ich finde, es fließt so in meine Hautfarbe über, wenn man es so sagen kann. Ich finde aber, der Kontrast zum Beispiel am Arm jetzt hier, finde ich ganz cool. Also da passt es, aber ansonsten bin ich einfach zu wenig in der Sonne gewesen. Aber ansonsten eigentlich ganz cool. Das Logo hier oben ist wie beim letzten T-Shirt von der Turf Season geprintet. Hätte man meiner Meinung nach einsticken können. Und ansonsten hier unten wieder Ton in Ton dieses Detail. Das brauche ich euch jetzt ja nichts zu zeigen. Und ansonsten, ja, nichts drauf. Ja, wrap it up. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr coole Saison. Es ist nicht einfach nur Sommersaison, sondern es gibt so ein leichtes Motiv, eben dieses Resorts-Motiv, so wie halt auch die Kollektion heißt. Finde ich ganz cool. Was mir cool gut gefallen hat, war Feuerzeug, fand ich cool. Außerdem fand ich cool, dass die... Cool. Außerdem fand ich nice, dass er auf die Nachhaltigkeit Rücksicht genommen hat. Das war bei der Turf-Saison meiner Meinung nach noch nicht so stark wie jetzt. Insofern finde ich auch die Preise eigentlich vertretbar. Als Kritikpunkt hätte ich zu sagen, dass die Produkte nicht allzu einfallsreich sind. Also er braucht nicht das Rad neu zu erfinden, aber ich sag's mal so, das T-Shirt, der Schnitt ist wahrscheinlich ähnlich oder identisch. Und ansonsten hat er nur halt die Farbe umentschieden so. Und ja, also keine Ahnung. Also das wäre so ein Kritikpunkt von mir, dass man vielleicht versucht, mehr so auf Designs oder Artworks zu machen. Ich weiß, dass es eher so basic-mäßig ist. Also so basic-mäßig, aber vielleicht könnte man da doch noch etwas kreativer werden. Ansonsten, das Poloshirt fand ich cool. Da bin ich aber lieber so dieser regular Fit-Typ, wenn man so ein Loose-Fit oder so ein, ja, doch wenn man diesen Loose-Fit fahren möchte, dann meiner Meinung nach, wie gesagt, beim Hawaii-Hemd. Ansonsten, alles in allem, ein rundes Produkt, also eine runde Kollektion. Wie seht ihr das? Findet ihr Westfit overhyped? Findet ihr die Qualität gut? Wie findet ihr das Ganze? Die Umsetzung, findet ihr das zu simpel, einfach da das Westfit-Logo drauf zu drucken? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, ich tausche mich da gerne mit euch aus. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut.